Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht, bei Pathfinder Kingmaker. Wir sind hier gerade in einem Handelsposten angekommen. Wir sollen hier gegen einen Hirschkönig kämpfen und dem sein Land im Prinzip wegnehmen. Der bedroht hier die Bauern, erhebt horrende Steuern. Und jetzt haben wir gerade ein paar Leute hier umgeklatscht, die hier Stress machen wollten. Und wir wollen uns jetzt vorbereiten auf eine Schlacht, weil eine Frau ist entkommen, die wird jetzt Hilfe holen. Und wir müssen jetzt so ein bisschen hier alles einrichten und dann gucken, was geht. Also Alchemistenfeuer könnten wir am Tor deponieren. Aber das könnte den gesamten Posten in Brand stecken, ruft Oleg überrascht. Aber wenn wir die Mauer irgendwie schützen... Alles klar, ja, ich denke, das könnte funktionieren. Ich werde den Pfeil sogar selbst abschießen. Ich war seinerzeit nämlich ziemlich gut mit dem Bogen. So, ich werde mich umsehen und mir überlegen, wie wir den Teer und die Fallen am besten einsetzen. In Ordnung, lasst es uns wissen, wenn ihr bereit seid und verlasst den Posten nicht. Die Banditen könnten jederzeit zurückkommen. Okay. Wir sollen irgendwie Teer und Fallen einsetzen. Ich würde sagen, wir gucken uns mal um. Oh, ein kleiner Hund. Oh, wow, wow. Ihr seid ein Chihuahua. Ach, ein Chihuahua. Ein Ciao, Ciao. Ein Chihuahua. Theodor, was ist denn für Blödsinn? Wie kann ich denn jetzt hier sehen, wo ich die Fallen am besten aufbaue? Kann ich da rein ins Haus? Nee, anscheinend nicht. Okay, wir sehen uns erstmal um hier. Guck mal, da ist irgendwie ein Brunnen. Guck mal, der alte Brunnen wurde erneuert und gereinigt. Er hat sogar ein neues Dach. Ui, ui, ui. Aber da oben, da ist so ein Tor, oder nicht? Aber die ist satt. Ach, guck mal hier, Loot. Da ist der Loot, der tut mir gut. Aber, ehrlich gesagt, ein bisschen Schaden. Die nehme ich mal mit. Ich weiß nicht, wie gut die Armbrust von meiner... Badin ist. Also hier ist nichts mehr. Aber hier, ich kann doch hier oben die Dinger drauf. Da kann ich doch Fallen drauf bauen, oder nicht? Ja, Gold nehmen wir mit. Seil auch, können wir bestimmt gebrauchen. Was ist da noch? Eieiei. Den Streitkolben brauche ich nicht. Da ist noch was drin in der Kiste. In der Wattekiste. In der Kiste entdeckst du einige Fallen aus solidem Stahl. Nimm mal mit. Nimm mal mit die Fallen. Vielleicht kann ich jetzt gleich auch die Fallen dann legen. Kartoffeln, Düften. Düften! Können wir Pommes machen. Können wir schälen schön. Brauchen wir ein heißes Fett. Heißes Bullenfett. Ach, herrlich. Wie lege ich denn jetzt die Fallen? Das wäre ja mal gut zu wissen. Ich würde ja hier irgendwie so hinlegen, ne? Wenn ich jetzt eine Falle wäre, würde ich mich hier hinlegen. Wenn ich eine Falle wäre, wo würde ich mich da hinlegen? So, wo sind denn die Fallen überhaupt? Das ist Brot. Wolfsfell. Rüstung, die wollte ich doch hier, die Rüstungsarmschienen wollte ich doch loswerden. Da, nimm das. 3 minus 1, beschlagenes Leder, Fellrüstung. So besser, oder? Hat die jetzt an? So. Achso, der ist... Echt, der hat ein weniger. Wie doof ist das denn? Aber wo sind denn meine Fallen jetzt, bitteschön? Das ist das Buch, da ist der Brokkoli. Ich sehe keine Fallen. Echt seltsam. Sind das hier irgendwie die Fallen? Keine Ahnung.
Hier ist zu Ende. Nee, irgendwie weiß ich auch nicht. Boah, ich muss mal eben hier... Kennt ihr das? Wenn der Gürtel so in den Speck reinknallt, wer ist denn Bocken überhaupt? Bocken, ein gebrechlicher, zerzauster alter Mann mit einer schmutzigen und zerschlissenen Robe, wirft dir einen traurigen Blick zu. Ich bin Bocken, der hiesige Kräuterarzt. Was führt euch hierher? Erzähl mir von euch. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich bin ein Kräuterarzt. Braue Tränke und verkaufe sie. Sammle Kräuter, Wurzeln und Beeren. Bocken seufzt. Ich lebe im Wald von der Hand in den Mund. Nachdem ich Restorf verlassen hatte, bin ich als Händler hier in Orlex und Svetlanas Handelsposten gelandet. Sie lassen mich aus Herzensgüte in ihr Haus. Helfen mir, wo sie können. Sie bringen mir Wasser oder Feuerholz, wenn es kalt ist, und ab und an einen Krug Honig. Sie sind gute Leute. Ich könnte deine Hilfe im Kampf gebrauchen. Wie kommt ihr denn darauf? Ihr wollt, dass ein alter Mann wie ich in den Kampf zieht? Du bist so bestimmt so ein Magier. Hier, nehmt diesen Trank. Betrachtet ihn als meine Hilfe für euren Kampf. Unterhalten uns später. Ja, weiß ich auch nicht. Kann ich da rein? Kann ich auch nicht. So, reden wir nochmal über den möglichen Angriff. Erzählt mir mehr über euch. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der aus dem Posten gelaufen hat, zurückgekehrt ist? Genau. Das muss Bocken gewesen sein. Ach so, er verkauft Tränke, er lebt in den Wäldern wie ein Einsiedler, kommt aber jeden Tag hierher. Er kennt in der Gegend sämtliche Bäume und Sträucher und weiß, wie sie euch helfen können. Die Bande des Hirschkönigs will, dass er für sie arbeitet. Ihm fehlt zwar der Mut, gegen diese Banditen zu kämpfen, aber er wird uns nicht einfach im Stich lassen. Er hat ein gutes Herz, obwohl er ständig nörgelt. Okay, ich will diese Fallen legen. Ja, komisch. Okay, dann sind wir für den Kampf gerüstet. Und dann würde ich sagen, geht los. Keine Angst, ich stehe zwischen euch und diesem Gesindel. Ihr steht unter meinem Schutz. Ich habe keine Angst. Amiri lockert ihre Schultern. Endlich ein Kampf. Das ganze Gerede langweilt mich. Nun, das sind zwar nicht die Heldentaten, über die ich schreiben wollte, aber ich schätze, selbst die größten Helden haben klein angefangen. Ihr lasst euch offenbar nicht einschüchtern. Ich flehe euch an, vorsichtig zu sein, und sorgt bitte dafür, dass Oleg kein zu großes Risiko eingeht. Svetlana, versteck dich im Haus, wir werden unsere Gäste begrüßen. So, jetzt gibt Kavallas auf die Ommel hier. Aufs Fressbrett. Lululululu. So, geht los. Ach, guck mal, da sind die Fallen. Haha. So, mal ganz geschmeidig bleiben. Was kommt denn da noch? Da kommt irgendwie noch ein Krieger. Das war es erstmal in drei. Ja, die sind alle in eine Falle gerannt. Die schicken wir mal mit einem Sturmangriff, würde ich sagen, hier nach vorne. Die kann die denn mal machen? Schöpfende Berührung und Sturmangriff, die bleibt erstmal hier, würde ich sagen, oder? Demoralisieren, das ist doch gut. So, die kann auch mal mit einem Sturmangriff nach vorne rennen. Ja, und Theo... Theo irgendwie doof geskillt. Sturmangriff! Ne, warte mal. Alle greifen mal hier an. Noch mehr, okay. Ey, so geil, wenn die hier so zermatschen, ey. So. Ja, dann guck mal, ob die was Nettes haben.
Was ist das denn hier? Umhang. Okay. Kompositbogen. Das ist nichts Aufregendes eigentlich. Ja, dann red doch mal mit Oleg. Aber wir können ja jetzt rein in die Hütte. Das ist ja auch gut. Svetlana, wo ist Oleg jetzt gestorben oder was? Nee, nicht wirklich, ne? Kein Mist jetzt hier. Bevor das vorbei ist, obwohl es zum Kampf kam, wir unterhalten uns morgen, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin. Okay, dann gehen wir mal hoch. Wir beklauen die jetzt hier nicht. Schlafen liegen, Bett. Einmal Hayabubu machen. Du erwachst aus einem Albtraum, der dich fast die ganze Nacht gequält hat. In deinem Traum warst du von einem unnatürlich dichten Nebel umgeben, der langsam näher kam. Ein schneller Blick aus dem Fenster lässt dich erkennen, dass der Nebel weder ein Produkt deiner Fantasie noch ein Traum war. Und dann? Vor dir erscheint die durchscheinende Silhouette einer wunderschönen Nymphe. Selbst in dieser geisterhaften Form wirkt sie erschöpft. Sie geht gebeugt und die Augen in ihrem fahlen Gesicht scheinen zu brennen. Hört mich an, bitte, hört mich an. Könnt ihr mich hören? Bitte. Ihre Stimme ist kaum mehr als ein Flüstern, als sie sich dir nähert. Außer dir scheint niemand die Nymphe zu sehen oder zu hören. Wer bist du? Ich bin froh, dass mein Abenteuer mit einem so schönen Anblick beginnt. Was willst du von mir? Verschwinde, Geist, ich habe genug von dir. Wer bist du? Wer ich bin? Nur eine Träne, die das Land vergossen hat. Das traurige Seufzen der Natur. Ich bin eine Nymphe, die Hüterin dieses Landes. Eine besiegte Hüterin. Ihr könnt mich die Hüterin der Blüte nennen, wenn ihr wollt. Was willst du von mir? Hilfe! Erlösung! Wir haben einen gemeinsamen Feind und ich habe lange nach jemandem gesucht, der ihn besiegen kann. Ihr nennt ihn Hirschkönig. Wie ein Sturm, der mit Regen und Blitzen wütet, verbreitet der Hirschkönig mit den Schwertern seiner Diener Angst und Schrecken. Und das nicht nur in eurer Welt. Auch das Land selbst leidet unter dem Bösen, das er verbreitet. Meine Wälder und Blumen ersticken in diesem Nebel. Bald werde auch ich vergehen wie der letzte Sonnenstrahl am Abend. Okay. Der Hirschkönig ist für den Nebel verantwortlich? Ja, er verbirgt seine Festung und seine dunklen Taten, aber obschon er dafür verantwortlich ist, hat er ihn nicht selbst erschaffen. Er ist das Werk eines mächtigen Druiden, der sogar sich selbst verriet. Ich weiß nicht, warum dieser Abtrünnige seine Macht nicht verlor, aber nicht einmal ich konnte ihn besiegen. Okay, wie kann ich dir denn helfen? Dieser Nebel, er verhüllt, umschlingt, erstickt. Wenn ich doch nur wüsste, wie er entstand. Aber meine Macht schwindet. Ich habe kaum noch die Kraft, euch zu rufen. Ich weiß nur, dass irgendwo in diesem Wald ein altes Haus steht, aus dem das Echo einer seltsamen Macht widerhallt. Der Hirschkönig und sein Druide waren dort. Der Nebel verbirgt diesen Ort vor mir. Aber ich kann euch zum Lager der Banditen unweit der Dornfurt führen. Bringt sie dazu, euch zu sagen, wo das Haus steht. Geht dorthin und lauscht dem Echo. Achtet auf jedes Flüstern und sucht etwas, das euch verrät, wie der Nebel erschaffen wurde. Sobald sich der Nebel lichtet, kann die Natur wieder atmen und ihr werdet mühelos den Weg zur Festung unseres gemeinsamen Feindes finden. Dornenfurt wurde enthüllt. Okay, alles klar, ich verstehe, leb wohl. Ich glaube nicht an Schicksal, Fremder, aber unser Aufeinandertreffen scheint mehr als ein Zufall zu sein. Das Flüstern der Nymphe verstummt und sie verschwindet. Okay. Zum Lager der Banditen an der Dornfurt aufbrechen. Ja, ja. Okay, sicherer Ort. An diesem Ort gibt es keine Bedrohung. Er ist eine Art Hauptquartier, wo du deine Gruppe auf eine neue Unternehmung vorbereiten kannst. An solchen Orten folgen die Gefährten nicht, sondern kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Du kannst frei mit ihnen reden, um sie besser kennenzulernen. Sobald du den Ort verlässt und zur Weltkarte zurückkehrst, kannst du die Gefährten bestimmen, die du mitnehmen möchtest. Die übrigen bleiben zurück. Wenn du einen neuen Gefährten findest, den du
den du nicht sofort in deine Gruppe aufnehmen möchtest, wird dieser Gefährte selbstverständlich zu diesem Ort reisen. Na, das hört sich doch gut an. Kann ich jetzt hier doch die Sachen mitnehmen oder was? Ja, wahrscheinlich können wir die dann mitnehmen. Das ist ja dann quasi unser Zuhause hier. Dann sammeln wir den Kram mal ein. Da ist auch noch was. Buch. Buch. Wir stehen Buch. Verschlossen. Das ist nicht gut. So, dann gehen wir mal runter. Schauen uns hier mal um. Lindsay, altes Haus. Ein Halblingsmädchen mit zerzausten Haaren und staubiger Reisekleidung kaut auf ihrer Schreibfeder herum. Ein Augenblick, wie formuliere ich das? Ah, ich hab's! Sie kritzelt hastig etwas in ein Notizbuch, das mit Versen gefüllt ist, hebt dann den Blick und grinst dich breit an. Oh, hallo! Erzählt mir von euch. Was wollt ihr wissen? Woher kommt ihr? Ich bin von überall. Ich wurde in Galt geboren, einem winzigen Dorf, das nicht einmal auf den Karten zu finden ist. Ohne meine Lehrer würde ich noch immer dort leben, Ziegen melken, Rüben ziehen, Schnaps trinken, Kinder kriegen und Bücher nur als Zunder verwenden. Wer war euer Lehrer? Er ist ein wahrer Heiliger, er hatte einmal einen hohen Posten in der Hauptstadt, in der Kirche von Shaelin, aber er bekam Ärger mit den Behörden und ging freiwillig ins Exil, in das winzigste, gottverlassenste, priesterloseste Dorf, das er finden konnte, das Dorf, in dem ich geboren wurde. Er wollte eine Schule eröffnen, aber die Dorfbewohner haben ihn nicht gelassen. Du kannst uns heilen, so viel du willst, aber setze unseren Kindern bloß keine Ideen in den Kopf. Das lenkt sie nur von ihrer Arbeit ab. Aber er hat mich trotzdem unterrichtet. Heimlich. Er hat mir das Lesen beigebracht, das Schreiben. Er hat mir Bücher gegeben, Gedichte, Legenden. Er war es, der mir von den Erzrittern von Avistan erzählt hat. Und als ich ihm gesagt habe, dass ich auf eine Reise gehe, hat er mir einen magischen Ring gegeben, damit Shaelin mich vor Schaden bewahrt. Okay. Ich möchte jetzt aber nicht alles fragen. Wir werden das, glaube ich, immer mal so ein bisschen machen, aber so ganz so viel müssen wir auch nicht machen. Jetzt sind wir ja nur am Reden hier. Dann gehen wir mal raus. Und dann würde ich fast sagen, machen wir uns mal auf den Weg, um das Lager der Banditen zu suchen, oder? Wo ist denn hier der Ausgang? So, dann machen wir nämlich gar nicht lange weiter hier. Gehen. Ja, wir nehmen alle mit, ne? Aber der ist sowieso gesperrt. Das Gewicht deines Inventars ist so hoch. Okay. Warum habe ich denn so schweres bei? Überladen? Ach, den soll ich vielleicht mal aktivieren hier. War das Meisterarbeit hier? Meisterarbeit. Oh, ungern, ey. Ungern, ungern, ungern. Aber was haben wir denn noch bei, was so schwer ist? Mal ganz ehrlich, was soll das? Leicht? Leicht, mittel, leicht, leicht. Warum bin ich denn so überladen? Hier die Kakokutte oder was? Nee, ich verstehe es gerade echt nicht. Oder ist das irgendwie buggy oder was? Verstehe ich nicht, weil was ist denn jetzt so schwer? Warte mal, also 1 Pfund, 2 Pfund, 2 Pfund, 3 Pfund, 3 Pfund, 3 Pfund, 10 Pfund, 10 Pfund. Das ist ja alles nichts hier. 10 Pfund. 10 Pfund, 13 Pfund.
14, sagen wir mal. Was ist das denn? 8 Pfund? Die Wolfsfelle? Okay. Ja, aber was ist denn jetzt hier so schwer? Na, ganz ehrlich. Besonders wenn ich hier auf die einzelnen Charaktere gehe, sind die auch alle nicht groß belastet. Was ist denn jetzt so schwer hier? Verstehe ich nicht. Ist das irgendwie buggy oder was? Das verstehe ich nicht, Freunde Nacht. Vielleicht verstehen wir es in der nächsten Folge. Ich werde mich mal darum kümmern. Wir gehen an der Stelle mal raus. Wenn ihr wisst, woran es liegt, schreibt es mir in die Kommentare auf jeden Fall. Da bin ich mal, lass ich mich mal überraschen. Ja? Bis dahin, alles Gute. Euer Theodor. Ich würde mich über positives Feedback freuen. Ciao, ciao.